Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Ich möchte euch heute eine ganz gesegnete und fröhliche Weihnachtszeit wünschen. Wir haben viel erlebt in diesem Jahr, auch viel Schönes. Es gab nicht nur den dramatischen Krieg in der Ukraine, sondern es gab auch viele schöne Ereignisse. Jetzt nur so aus meinem Bereich gesprochen. Ich bin in den Landtag eingezogen. Flensburg hat wieder eine direkte Stimme, direkt im Kabinettstisch und im Fraktionsvorstand. Das heißt, wir können hier unsere Flensburger Ideen einbringen, unsere Wünsche. Und das wünsche ich mir auch von euch. Ne? Wenn ihr Sachen habt, wenn ihr Probleme habt, schickt die bitte zu mir. Ich versuche mich darum zu kümmern und die weiterzugeben. Und wir haben natürlich noch viele andere tolle Dinge erreicht. Wir haben eine grün-schwarze Regierung gebildet. Eine schöne Koalition, mit der wir die Herausforderungen der Zukunft angehen möchten. Wir möchten Schleswig-Holstein zum Vorreiter machen. Wir möchten eine klimaneutrale Industrie hier aufbauen. Wir möchten halt die Digitalisierung vorantreiben und damit natürlich auch den Standort und das Land stärken. Gleichzeitig haben wir viele Herausforderungen, die auch durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine entstanden sind. Wir haben viele Menschen, die hier geflüchtet sind, die aufgenommen wurden, die jetzt auch in Flensburg zum Glück auch vor Weihnachten jetzt noch ein Zuhause finden. Und wir denken sehr an die Menschen im Iran. Gleichzeitig bringen auch die Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen große Opfer. Wir unterstützen alle Menschen hier mit unseren Entlastungspaketen, haben viele wichtige Dinge auf den Weg gebracht. Aber das reicht jetzt auch auf Politik. In dem Sinne, ich wünsche euch mit euren Familien ganz, ganz schöne, friedliche und fröhliche Weihnachten. Schaltet ab, setzt euch zusammen, freut euch, dass ihr euch habt und nehmt das Licht des Friedens mit, was wir hier im Landtag gestern übergeben bekommen haben. Ich wünsche euch eine schöne, gesegnete Weihnachtszeit und nur das Beste für das Jahr 2023. Möge es friedlicher sein als dieses Jahr.